Ab eine Stunde. Wir dürfen Platz nehmen. Im Namen von Cornelius und seine Familie, und Christina und ihre Familie, heute wir Ihnen von heute Mittag willkommen hier. Uns freut dort mit Ihren Taub, dass Sie hier kommen sind. Ich hasse es immer ein ferner Tag, ich hasse es immer ein schöner Tag. Und ich habe mir gesagt, ich hasse es einfach die beste Dinge, die ein Prediger tun kann. Dass ihr schön oder seine so Frau, die Hickenschaftig, die Jasenschaftig, und das ob ihr eine Ferne tiet. So, taub mit Jünd, wenn wir von dir hier ein guter Tag haben, wir wollen uns freuen, aus Jas, aus Frin, aus Freundschaft, aus Joak, wenn wir hier sind, mit euren Städten. Wenn wir hier sind, zum Beten für Jünd, und wenn wir hier sind, zum Wiesen, dass wir sind hier zum Jünd halten, zum Jünd vorwärts bringen. Uns freuen, dass ihr gekommen seid. Und Menschen, die könnten sehen sein, und dort alle Taub, wie hier sind, die mit uns stärken. Ich glaube, ein Teil von uns, was wir hier sind, wir haben erfahren, was das ist, diesen Tag hier uns haben. Ein Teil von uns, wir haben erfahren, was das jetzt hier so sitzen und wieder vorhin. Ein Teil von uns haben Dinge erfahren, was sie noch nicht erfahren haben. So, wir sind hier, Tim Jünd und ihr stärken, und du sind für Jünd. Und wir freuen uns mit Jünd. Ich weiß nicht, wie lange die haben geplant, was es wird Kass geben, aber hier ist es. Und ich sage dir, und hier ist es. Mess, dass ihr ein anderes Kapitel anfangen in ihrem Leben. So, wir freuen uns mit Jünd. Wir haben verschiedene verteilt, unsere Klassen, wo wir waren, haben uns Tipp getroffen haben persönlich. Haben wir aber verschiedene Timers verteilt. Und ich war einzige Dinge, wir sind gewichert als andere Dinge. Ich habe einzige Dinge, hat die Säue verteilt. Und dann dachte ich, ich habe einzige Kommunikation, wie es Säue geht, und die hat einen Doll verteilt. Und dann war die Ende, wie wir im Blut und ihr Jünd. Und wir haben wirklich von alles verteilt. Von der war wir nicht ganz belehrt. Von der selber bloß hier, dem geht noch in Serien mitgeben. Und ich frage ihn, was will ihr haben, was ich auf Kassel sein, was vom Bibeltags will ich haben. Und sie schicken mir einen Tags, wo sie würden gleich, und ich würde von reden. Und ich sehe die Rutze Cornelio, da hat er gerade ein klein bisschen der Tau getan. Sie haben mir 2 Farsen geschickt, und ich will ein paar mehr Farsen lesen, durch Tau. Und ich will ihn was mitgeben von Matthäus Kapitel 19, von Vers 3 durch Saas. Und das ist eine Occasion, ob eine steht, Jesus wie du, und die Lied kommen durch an, und die Frau und Jesus, stellen Jesus verschiedene Frau. In Pferden kommen die Menschen nur Jesus und die Frauen haben verschiedene. Die haben verschiedene Frauen vor allem, und hier wieder war es das. Dort. Hier kommen die Pharisäer nur Jesus, und ich wollte das gleich so lesen, das steht der Plottich, Matthäus 19 von 3 durch saß, und das sagt so. Ein Pharisäer kommen nur arm, und versagten arm durch an, dass sie am Frauen. Erster Drach, dort ein Mann sich schäden wird von seiner Früh, wie er ins Öhrens nur ihr sagt, hei antwort und seht er arm. Hei ihr nicht gelesen, dort dei, der den Menschen gemerkt hat, ein Mann und eine Früh mögt, und seht, ein Mann hat verloren und seht mit seiner Früh verbinden. Die 2 waren ein Wort, und dann sind er nicht mehr 2, aber ein Fleisch. Und was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht von einander schäden. Hier für verschiedene Frauen. In Mess haben wir die Frauen, die mit Jesus Frauen deuten, die hatten irgendeinen Grund, die wollen ihn versieten. Die wollen ihn irgendeinen Proben, wo er voll zu bringen. Und dann kommen die Pharisäer, die wollen die Bibel Gott sollen kennen, die wollen die Bibel studiert haben, die wollen die Lehrer werden von der Joach. Die kommen diesen einen Tag nach Jesus und sagen sie, hey, ist das reich? Und 2 Stück sich befriedet haben,
Die sind sich einig geworden, die haben sich versprochen, sie wollen ein Leben lang top sein. Und dort werden irgendwann ihr sie auf eins sagen, wir wollen doch nicht mehr. Als es dort ein Eld, hat vielleicht die Schoblen angebrannt, hat vielleicht nicht genug verdient, hat vielleicht was immer, nun werden wir nicht mehr top sein. Es hat reich, früher sie Jesus. Und ich wundere mich, wenn Jesus eine Frau gefragt wird, was für eine Wahrheit hat zum Antworten. Jesus sieht hier nicht, wird es ja, das reich, oder ja, das nicht reich, oder nee, Giselle nicht. Aber Jesus hat hier eine Frau. Eine sehr wichtige Frau, wo er diese Pharisäer drei Frauen dort. Und das Interessante Ding ist, Jesus dort, das Pferden ist dort. Wann sie am Frau, und besonders, wenn er dort wisst, wie eine Frau, was am für ihr sagen würde, irgendwas, dann früher gibt es eine Frau drei. Und das wird er hier aber dort. Und was wie die Frau, was Jesus drei Frauen dort. Er sieht hier, und habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was in der Bibel schreibt? Wieso kommt ihr mit so einer Frau nach mir? Lest, nur weil ihr die Antwort finden. Ganz am Anfang, wenn es Gott den Menschen mögt, dann sei wie dort, ich habe die Geschichte oder übwendig, die erste Werk durch, Gott den mögt verschiedene Dinge, verschiedene Dinge. Und dann, wenn es euch alles gemerkt, bitte den Mensch. Dann checkt er rauf, ob die Welt, ob die Tier, ob das Feu und was immer du wirst, die Stier und den Mond. Und dann sagt Gott, das ist fein, das habe ich fein gemerkt. Dann merkt er den Mensch, ein Mann, in der Früh, Stahl der Duhan, vier, dass sie sich befrieren würden. Dann kickt er noch einmal rauf, dann lesen wir in 1. Mose, die erste Kapitel durch. Dann kickt Gott rauf, dann sieht er dir das Säuer-Fan. Hört den Titel, wie gesagt, jetzt Fan. Aber wenn es Gott den Mensch gemerkt hat, mit einem Mann und einer Früh, die sich befrieren würden, dann bewundert Gott sich selbst, was er gemerkt hat. Dann sieht er das Säuer-Fan, was er mir gedacht hat. Seht ihr, wie ich ein Mensch sehe, wie ich kein Präsident sehe, kein Prediger sehe, kein Jung, kein Mial sehe. Hier wird vielleicht die, die ich will befrieren, oder Christina? Ich weiß nicht mehr. Wenn ich werde, ihr statt der ich mit ihnen will befrieren. Aber ganz am Anfang wird kein von ihnen, das wird Gott sehen. Und ich gehe drauf und sage, wow, das habe ich sehr fern gemerkt. Und wenn ihr das schaut, dann habe ich verschiedene Dinge geschrieben, wo das schaffen soll. Hat jemand irgendein neues Ding gekauft? Irgendwo, nie das Phone, nie das Spielzeug, was immer. Gewöhnlich, wenn wir nie das Ding haben, dann hast du ein kleines Büchgebi, und das schreibt oben im Manual. Und da hast du da, wenn wir nicht wollten, wo das Ding schafft, wo das gebrochen hat, wo das soll arbeiten, oder taub, dann machst du nicht checken, und du hast Schmuck abgeschrieben, wo das alles passieren soll. Was du mit dir tun, was nicht mit dir tun. Und das wird Gott dort, wenn er ihr morgen früh angesagt hat. Er ist jetzt sehr fern. Aber Gott weiß dort, dass wir nicht perfekt. Gott weiß dort, dass wir fehlerhafte Menschen. Und er weiß dort, dass nur dem, was Adam und Eva gesündigt hatten, das befriedete Leben, würde nicht immer fern schaffen. Der wird hier sein, der hat alle ein perfektes, fernes, befriedete Leben. Der hat sich in der Jagd. No, wir haben alle Schwierigkeiten. Und Gott weiß dort, dass es Schwierigkeiten in einem befriedeten Leben geben, wenn wir sind nicht fehlerlos. Und dann läuft Gott in der Bibel, wenn sie ihm Wort abschreiben, wo das schaffen soll. All vom Old Testament an. In einem Neuen Testament, Luther nach dem Schiffsgemeier. Du sind Rezepte, du sind Dinge, wo Gott abgeschrieben hat, so soll es, so soll es, so soll es, was den Mond sind abgewiesen, was die Früh sind abgewiesen, hat er abgewiesen. Nicht kommen sie nur Jesus und sagen sie, hey, es hat reicht, dass ihr bei uns abhört, nicht mehr wollen befriedet sein. Und dann steht Jesus, sagt ja oder nee, dann sagt er, habe ich euch gelesen? Du hast ein Manual, du hast die Bibel, hat Gott Luther abgeschrieben. Und du hast das alle Schmack beschrieben. Weil, wo das soll oder wo das nicht soll. Habt ihr das nicht gelesen? Und ihr schworen befriedet sein, ein paar Minuten wieder, und alles gut geht. Dann aber ein, zwei Jahre antworten, dort essen nicht bloß, auf zwei Steuern setzen, ein Henkes holen, schaftig ankicken. Wenn zwei Jahre antworten, befriedet leben, das kann auch mal stärker Tiden geben. Noch stärker als es hier nicht ist. Das kann auch mal seine Tiden geben, wo ihr stärker seinen Kick hier nicht schaftig taub. Den Rehen, vielleicht den Rehen. Habt ihr vielleicht verschiedene Gedanken, Gedeuhen, haben geäuert einer dem anderen. Der, was du sagst, der will ein viel besser sagen. Aber wir haben es, wenn es hat, sind die Gift. Und dann haben wir uns, einer kommt von dir und einer von dir, wir denken verschieden. Wir sind nicht bloß morgen früh. Morgen früh denken sehr verschieden. Und da habe ich gesehen auf unsere Klassen, wo wir topieren dann, dass wir Männer denken anders als der Früh ist. Und das sind down. Gott, aber das ist fern, nicht wissen down. Gott hat uns das dort gemerkt. Und ich glaube, da wird hier sein, wie sterben mit. Gott hat uns so gemerkt, dass wir verschieden denken und das ist fern, das soll so sein. Und wenn wir ein Wort, das gibt stärkere Tiden, das gibt Schwierigkeiten, das gibt Heilenfläche streben. Und was passiert, sei erfährten?
Wann wir haben uns gestritten. Wann hat uns nicht vorig wort. Wir haben uns fangt an schwort zu werden. Und wir sterben bloß nicht. Wort da wir dann für. Von der schon nach, euer, aus Jemals euer, erst dort säuerlich, dort wir dann nur Internet gehen, nur Google gehen, vielleicht irgendein Redner, oder irgendein Prediger, oder irgendein fremde Lia an YouTube abketten und sein Wort macht wir denn? Was soll wir denn? Wann er nicht mehr erschafft? Dann hier wir vielleicht am Radio Wort, dann hier wir vielleicht am Phone, sei wir du ein Video, du wart nach Spuss gemerkt, oder immer, und wir wollten mich reich Wort. Und je wollen wir durchkommen, wird ob eins Wort schwierig wird, was ist das erste Ding, was ihr sollen denn? Kriegt dort, was Jesus hier sieht, die Pharisäer. Lest. Habt ihr gelesen? Nehmt ihr eine Bibel und sieht, bekommt mit der Timer. Studiert das Wort Gottes. Und die wollen antworten, das sind viel mehr Antworten, was sie gedacht haben, für das befriedete Leben. Das ist der Manual, was Gott dort gemerkt hat, dem dort schaffen soll. Aber das habe ich nicht von selbst am Kopf. Ich glaube, von der, was hier von der aus ja sind, keiner von uns kann die Bibel notwendig. Keiner von uns weiß gerade jeder bisschen, was durchstört über das befriedete Leben. Aber wir haben alle die Gemäßigkeit, die Bibel zur Hand nehmen und anfangen zu lesen. Das wollte ich dir jedenfalls sagen. Nehmt den Manual, lest, dass Jesus hier die Ernst sieht. Habt ihr gelesen? Lass dort nicht an jeden Fall sein. Wenn ihr nicht ein Wort für euch und habt ihr gelesen, dann gehe ich an sein Wort. Wir lesen. Wir lesen top der Bibel. Wir finden nicht, was du stört. Und wir lernen jeden Tag mehr. Wollt ihr nicht immer alle kriegen, nicht finden, was du hast. Aber lesen. Nehmt den Manual, nehmt die Bibel, nehmt das Wort Gottes und forscht du nennen, schickt du nennen, was Gott für das befriedete Leben hat. Und ihr werdet in großer See empfingen. Das zweite Ding, was Jesus zu diesem Mann sagt, er sagt, ein Morgen, eine Früh, die waren Vater und Mutter verloren und dann waren die Tipp gegangen. Von der schon da haben sie welthaftet Säuer verschmiert, haftet Säuer vermischt. Und wie sollen da viele stehen? Dort ein Morgen, der hat auf eins eine Früh und noch eine Früh und eine Früh hat ein Morgen und dort ein Morgen. Und da war wir nicht vorig, dann gehen wir wieder rein. Jesus sieht hier, der hat ja auch im Old Testament gesagt, ein Morgen und eine Früh. Nicht ein Morgen und zwei, drei Feuer frühes. Nicht eine Früh und mehrere Mana. Bloß Cornelio und bloß Christina. Wir reden aber unsere Klassen dort anfangen. Was meint dort, wenn Gott sieht, ein Morgen und eine Früh? Nummer eins, er sagt einzelt. Das ist einer und einer von der Bär. Und unsere Welt von der sagt, was anderes. Die sagen sogar zwei Monate für frühes. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Aber was meint Morgen? Mess wird den gleichen hier früher und früher uns in den Denken holen haben. Wenn wir unsere Klassen hatten, dann reden wir davon, was meint ein Morgen und was meint eine Früh. Die Bibel sagt du nicht, und Jesus sieht und nicht diese Männer, ein Nater Jung und eine Mial oder ein Kind, die wollen sich befrieren. Er sieht einen Morgen und eine Früh. Wann ist er besten Morgen? Lässt du besten Morgen, Cornelio? Besten eine Früh? Älteren, habt ihr diese Bär abgefeuert, ob Männer und Morgen und Früh ist? Was meint ein Morgen sein? Und wenn ich würde dieses Lied hier freuen, die würden vielleicht eine ganze lange Reihe abgeschrieben haben. Was meint dort Mond sein? Ich glaube, und wir haben aber unsere Klassen immer vertellt, Mond meint abgewaschen sein. Stark sein, aber nicht bloß körperlich stark sein. Irgendwer kann körperlich stark sein. Emotional stark, dort ich Papa seine Jaltosch kann loslaten. Dort ich mich nicht grühle, weil ich danach in den Hüsten wieder war sein. Dort waren danach wer was an der Dir klappen. Dort ich mich wer auch gut zu sein, was du hast. Du sind eine ganze lange Reihe Dinge. Wenn mir Reft wäre, ist er eigentlich mal ein grüner Papa und sagt, hey, Reft ist zwei, mir fehlt nie Reft. Dort ich selbst sorgen kann für meine Früh. Was meint eine Früh sein? Du warst nicht wieder selbst der Eierbrot zum Frühstück. Du warst nicht lieber Mama, was Frühstück mehr. Du warst nicht lieber Mama, was kommt in die Ferien und sagt, Christina, komm mal, was er dir in die Stube bringen. Dort warst du nicht selbst. Du warst auch anhalten. Selbstständig sein. Selbstständig sein. Groß sein, selbst weiten, wo das am Leben nicht wiederkommt, und losloten. Dort, wo das sagt, morgen in früh, nicht ein kleines Kind. Wenn wir nach der Jungs sind und befrieren, dann sind wir sehr abhängig von Mama und von Papa und von den Eltern. Aber die sind gerade nicht. Ja? Stellen wir mal an, wie sind euer Zeugen dafür? Das ist morgen in früh. Wenn wir checken im Alten Testament nennen, dort wird, wenn es Gott heute den Morgen gemerkt, dann checkt er auf und dann sagt er, was ist das Mensch, der merkt dort never allein. Wir Männer sind ja immer so stark, nicht? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber wenn es Gott den Mann gemerkt hat, dann sagt er, das Pobre sieht, der wird niemals allein kennen.
När mjuk arm ni ger helt fin. När mjuk arm ni fri. Fanna rädd. Han sagt att det brukt hjälp. Om vi trycker in i Old Testament, in den olde originalschrift, dann ist du ein Wort und das sagt Eser. Oder krakisch, ich spreche mal bei dir nicht. Aber eins, Simon, sei wie so der Frühes, Gott sei unser Halper, im Sinn von Schreckbengel. Dort ist nicht, wo du sagst. Wie meiner wir in der All. Und wie hatten uns alle im Trouble gebracht. Und wir wissen, wo ich würde machst. Wenn Schreck Gott wem, wir uns darüber halb. Dort wie uns Halper, uns Rader, wo uns meiner halten können. Und wir haben uns nicht mehr wieder wissen, wie wir in Rehen durcheinander, dann Schreck Gott uns in der Früh. Und dich können uns weiter im Auto sprechen. Und dich können sich weiter, also gut uns abstellen, ob wir weiter im Auto haben. Und jeder im Leben war wieder. Ja, nicht überrascht. Das dritte Ding, wo er hier sagt, oder wo Jesus still, der Pharisäer sagt, dort ist Vater und Mutter verloren. Von der wieder. Wenn die hier war ich vorher, vielleicht vor einem Honeymoon, wenn die drei sind, dann wollen Dinge anders sein. Dann sei ihr losgelogen. Das schnitt du auf. Das ist eine Trennung hier. Die Panasch Familie, die hier noch eine Tochter. Wisst ihr das? Christina, der Mama, die kriegen noch einen Sehen in der Familie, wisst ihr das? Aber das ist nicht anders. Diese Bär, wenn die in dieser Welt sind, die sind du nicht tüß. Die sind tüß. In Firmen wird gesagt, wenn wir befreit sind, das haben wir vielleicht alle mal gesagt, wenn wir wollen nur die Eltern, vorher nicht vorher nicht tüß. Vorher nicht tüß, wir vorher nur die Eltern. Dort ist der tüß. Wir bühen an selten nass. Wir bühen die selten steht, die waren die seltenen Städtbühnen, und ich stütze hier, wo das vielleicht wie die Mama sind, aber die Bühnen die selten haben, und dort ist jünd. Und das sagt verloten. Die waren Vater und Mutter verloten. Da meint das losloten. Ich sehe mit der Jaltosch, mit einem Doktor vor, mit wo immer ich kann, ich grablen, wo immer wo in Situationen ist, verkommen in ihrem Leben, und ich sage, ich selbst geraut. Und Vater, wenn der der Reft wäre, es lud am Tag. Da wollen sie weiten. Wenn die Glocke 12 danach, wo sie hingehen, wie sie waren, und haben alle Geld verbrückt, habt ihr nicht Furz. Die müssen selbst lernen, fliehen. Die müssen selbst lernen, vorwärts kommen. Das sagt ihr, losloten. Und wenn ihr in Trouble sind, das sitzt so hier, ich will hier vielleicht mal neulich bieten, Pfoten, lut euch. Die wollen noch weiter abstehen. Die wollen Mut kriegen. Die wollen noch weiter vorwärts kommen. Nicht Furz, Pfoten. Eltern müssen losloten, und die Kinder müssen losloten. Das, was Jesus hier sieht. Lut von den Eltern los. Von hier wieder, kreinen, wo ihr wohnt, kreinen, was passiert, kreinen, was die Situation ist in jedem Leben sind, was immer du von hier wieder passiert, jeder und ihr Jünd sind welcher aus der Eltern. Für die ist nicht mehr Mama das Wichtigste. Die heißt nur Arm. Für die ist nicht mehr deine Eltern das Wichtigste. Die heißt nur er. Und wenn das irgendwann mal, hoffentlich haben wir niemals bei dir, aber soll mal bei dir kommen, wo jemanden Sieden nehmen, dann wirst du die Erde Sieden nehmen und nicht deine Eltern Erde. Wenn du noch mal irgendwo jemanden entscheiden, dann wirst du die für Arme entscheiden und nicht für deine Mama. Heuer ist nicht die wichtigste Person in deinem Leben. Sei es das Wichtigste für die, die lässt los. Unbedingt, die Bibel sagt doch, dass wir blieben Familie. Die Familie wird geraten und diese Familie wird geraten. Die blieben Familie. Aber die fangen mich in ihnen nach an, die fangen mich selbst an zu fliehen und fangen selbst vorwärts zu kommen. Mit Geld, mit Haus, mit emotional, mit eigenen Gedanken, mit Entscheidungen treffen. Ich weiß von einer Familie, da hat es verschiedene Schwierigkeiten gegeben. Die werden jetzt befreit. Die junge Frau, die will selbst in Garten merken. Und die hat jetzt angefangen. Der junge Mann hat durch Schmack die Erdreut gemerkt. Und die junge Frau, die fängt an Rien zu merken, hat um Bontelänge getrocknet und sagt, hier war aber so gut, und du aber die Ohren, und so seid ihr da lang. Er hat wohl anfangen. Dann kommt ihre Mama da hin und sagt, so macht das nicht. Der Rien macht diesen Zweig, nicht den Zweig. Und dann muss das Junge nicht den Mond an der Rien anreich, wie Mama sieht. Was immer Mama sagt, das teuer, der sagt, nicht entscheid ihr, dass die Rien über Schrotz oder die Wehr oder anreich, der Rien sind nicht jene. Die Elben können Rot geben, die Elben können du sein, die können unterstützen, aber die können nicht mehr fair sein. Ich weiß, von der anderen steht, ich gucke jetzt hier, das hier ich vielleicht mal die Show, der Vater hat zwei Sehens, sind die Wehren alle befreit. Und wenn die Jungs wollen vor ein Schau halten, dann fuhr der Futter mit, dann los Schau ich für seine Jungs. Und die Jungs können nicht selbst der Schau halten, was sie wollen. Der Papa sieht, dann haben wir fair. Und die Jungs werden alle bald befreit. Die sind ja eint. Und die sind nicht lange befreit, dann fährt er in einem Stuhl, dann kauft sich einen Cocker, einen Snickers, atmet du ab.
Und ich habe dann hießen, sagt er, schmeckt schön, nicht? Sagt der Friseur, nicht schön angeworden. Ja, sehr, die Mordshahn, wenn die Prediger sehr, wie sie nicht eint. Sag heute nicht, ich rede. Wir blieben zwei Personen. Du bleibst in der Früh, du bleibst in Morgen. Aber wenn Jesus sagt, wenn Gott von Anfang an all sieht, diese Welt wurden nicht eint worden, dann meint er, die wurden taubwassen. Die wurden anfangen, immer rein zu denken. Wir sagen nochmal, wenn ein Lied ist lang genug befriedet sein, und ich wundere, wer hier das längste befriedet ist, dann fangen die sich unterlegen. Dann fangen die an, immer rein zu denken. Meine frühen Ex sind nochmal nicht lang befriedet. Wenn jetzt 20 Jahre. Wir können das gemerkt, eins hier mal denken, wie ob das Selzige war. Aber wir wollen was sagen, ob eins dann kommt das Selzige Wut rein. Ein paar Lied, was sich läuft, wer versteht, der Trubel selber zu arbeiten. Euer Luther, fangen die an, immer rein zu denken. Euer Luther, fangen die an, über ihn zu reden. Und vielleicht fangen sie sich sogar an zu lecken. Und ich kann sagen, mir, das ist immer ein Taubhausen, wenn ich mich taub sehe. Jesus sagt, die Worte ein Wort. Gott hat geplant, die Worte ein Wort. Körperlich ein Wort, emotional ein Wort, mit ihren Gedanken ein Wort, und jässlich ein Wort. Ihr sollt nicht ein Ziel haben. Von hier wieder, von der, dann wollt ihr nicht einmal einer du hast streiten und einer du hast streiten. Dann wollt ihr das selbe Ziel haben. Dann wollt nicht einer streben, das erste nie, ich heute mit dem anderen streben, das erste nie, das zu bühren. Dann wollt ihr ein Ding bereden, denn das Ziel im Leben ist eins. Die vertrauen immer ein Ding, und die gehen ein Weg, nicht einer durchhauen und einer durchhauen. Das ist viel, viel mehr und viel deutbar, als bloß körperlich ein Wort. Die sind eine Familie, die sind ein Herrn, und die sind taub an ein Ding. Die rennen nicht bloß den Kopf noch und sei ihr Kopf noch. Die bereden Dinge, die vertrauen von Dingen. Und einzig mal habe ich Geld verteilt, seht ihr mir. Einzig mal habe ich verteilt von denen, was ihr Luther verjährten haben. Aber beredgehend, wann euer, wo der beste Tiet ist, zum Eber Dinge reden, zum Eber Timersch reden, zum Dinge durchreden, in ein Ziel sagen. Wo werden wir das nächste haben? Was werden wir das nächste Jahr erreden? Wo werden wir nicht wegfahren? Wo werden wir sich hängen in der Schuld schrecken? Nicht dieser Bild, aber Schuld hängen. Hoffentlich, mach Gott sehen. Wo werden wir uns Geld? Geld riecht nicht ganz toll. Sie sehen, letztes Geld, wie ich in Trouble, sie hat nicht genug Geld. Das ist gleich so. Übrigens, wenn ihr kommt, Geld Trouble. Wo werden wir das Geld nicht spenden? Wir haben eine Vakationis für ihn, oder wir haben Schuld betont. Wir haben einen frischen Pickup, oder wir haben erst ein Hüßbüren. Die machen einen Schäden. Taub, Ziele sagen. Wir haben es im Arias Bibel lesen, wir haben es sowas. Ich sehe, letztes Jahr, dass die Wohren einen Schäden. Was die Wohren mit Gott bühren oder nicht. Die werden hier ein Symbol tun. Und die haben ein Symbol durch. Dass Gott nicht angeflacht ist. Dass du sind zwei Personen und du bist der Dritte werden. Das ist Gott. Und je ein befriedet Leben. Aber je ein Schäden. Mehr als bloß ein Symbol. Ein Wort in den Haaren einladen. In Talats sieht Jesus zu diesem Mann durch, wo Gott taub gebungen hat, dort soll niemals ein Mensch schäden. Wo Gott taub gebungen hat, und er sagt, wenn ihr nicht gelesen habt, da habt ihr lang so gelesen haben, habt ihr die Bibel tüß, wo wenn ihr das noch einmal nicht gelesen habt, dann wollt ihr das sagen. Wo Gott taub gebungen hat, glaubt ihr, Gott hat ihn taub geführt? Lügst mal den Kopf, geht im Bär. Ihr glaubt, Gott hat ihn taub geführt. Dann sagt die Bibel nur dem, was die von der Hand Joje sagt, es ist ein Drei. Wenn ihr noch wel nie sein, dann kann ihr nicht mehr das Bild. Wenn die Gelegenheit geben, nicht zu sein, wenn ihr wollt. Wo ihr sagt, wenn die Hand Joje sagt, dann ist es für ein Leben lang. Ich los ganz kurz ein kleiner Spruch in der Koronavirus-Status. Wenn sie eine Fläche sagt, no, ich konnte nicht, pardon. Dort sagt, befriede Leben, es ist nicht Himmel ab Erde. Du kommst schwere Tiden. Du kommst Tiden, wo wir machen über Dinge arbeiten. Aber befriede Leben ist ein Ding, wo wir uns taub lehren, über Bäuen und über durch Täler zu gehen. Das ist eine Institution, oder das ist eine Sache, ein Bund, was wir merken, in seinem jetzt, was wir gehen, irgendwann nicht schwer wird gehen. Das kann ja auch bald entscheiden, was ihr zu sein oder nicht. Irgendwann ihr krank wird, irgendwann ihr anfangen, Krüse und Lade zu geben, nur 50 Jahre befriedet. Irgendwann ihr anfangen, krank zu gehen. Irgendwann wird weiter. Irgendwann ihr 1 Million Dollar haben. Taub durch das Leben. Wenn ihr hier seid, dann geht ihr taub. Was ist schwer jetzt? Aber eins, ihr habt einer vielleicht Lohm, dann macht der andere den Halten. Aber eins, dann ist einer jässlich anmutig, dann macht der andere den Halten. Wir haben sehr viele Forschungen und Prediger, Lehrer, wo du sagst, das Bett hat zwei, wenn den Kevins durch ein Leben halten. Und das ist für ihn so. So, lehrt taub gehen. Lehrt einer von den anderen du sein.
liert in ihr Städten. Und wenn die in die Städten haben, wenn es still wird, dann sieht mich zu stolz, dann in den Ohren gehen und sagen mit Wort, hol mir das zu Gott. Rettet ihr durch. Und lasst ihr die, das glaube ich das letzte Mal, wir uns treffen, dass die Menschen alle bed, die können mehr vertellen, ihr war viele von den Dingen in ihr Leben. Ihr war ihr Fehler, wo ihr in Fehler. Dort, dort. Redet davon. Sieht ob. Sieht nicht, ob Leute und ihr jünt. Ich kann von reden, was immer ihr will, wenn ihr seinen befriedet, polied, nur von dir. So, Jesus hat hier eine sehr feine Antwort. Und nur dem, was er antwortet, ihr wisst, dass ihr klar gemerkt. Seht ihr nicht, dass ihr keine Gelegenheit. Wenn ihr ja seid, dann feuert ihr für das Leben lang. Und das kann Himmel ab ihr sein. Aber das kommt nicht von selbst durch. Ich habe mich von selbst durchhauen. Ich gleich viermals, wenn ich von Befriederlied rede, das zu vergleichen mit einem Haus. Gleich hier ein schmackes, gerötet Haus. Gleich wie gleich in Ola, der feine, gerötete Hieser. Und das ist ja nicht von selbst durch. Das hier von dir abgestellt, das ist lang nicht ein schmackes, gerötet Haus. Das wird bald durchrennen. Das ist ein gräbe Zement wie wegen. Das ist nicht sehr angenehm, das schuld. Wenn ihr ein schmackes, gerötet Haus will, dann macht ihr einen Schorf. Dann macht ihr Geduld haben. Dann macht ihr Plon. Und wenn ihr hier feine, befriedete Lied sein, wollt ihr stark sein, wollt ihr einig sein, wollt ihr glauben, das ist nicht von selbst. Wir sind nicht nur, wenn ihr sich befriedet und immer glücklicher warst. Wir machen einen Schorf, wir machen einen Arbeiten, wir machen Lieren, ans Taub, tun ihr Sterben, zu leuben. Und du sein einer für den anderen. Befriedet leben, das ist ein wundervolles Leben. Ein gutes Leben. Aber das braucht, dort wir uns lernen. Und ob wir diese paar Dinge, was Jesus hier sieht, anwenden ins Innen leben. Nummer eins, über alles, nehmt die Bibel, lest. Lut nicht, lut, dass jene Situation sein, dass irgendwer jene kann sagen, habe ich euch gelesen? Wenn ihr gelesen habt, dann würdet ihr das gelesen haben, wo das steht, wo das soll. Lest. Fängt ihr, was die Bibel sagt, und viele, viele Schwierigkeiten werden fährt bei ihnen gehen. Cornelius und Christina, wenn die noch ganz entschlossen sind, dass die Wellen ihn befrieren, und dass die Wellen ja sein, einer zu den anderen, und die Wellen ein Leben lang taub sein, zwischen ihnen bett, dann frage ich, was die Wellen dort bewiesen mit Abstimmung. In der Versammlung frage ich, dass wir uns hauptnähen, zum Gebet. Gott, ans himmlischer Vater, du hast in deine große Weisheit und Leib, den er hier stand, zu unserer Freude, zu uns Glück und zum Sehen angesagt und geheiligt, dort du nur dein Will geführt wird. Diese Brütlied stehen hier, um in den Heiligen er hier stand, nennt er gehen. Dit Paar, und wie mit ihnen, beten und Frauen am dein Sehen. Kehrt mit deiner Genug drauf und verbing ihre Säulen für immer mit dir und ihre Horten miteinander, ein abbrechen Leib und Trüheit, so dass in ihren Hüß Gerechtigkeit und Fred wohnt, und sei den sie in Kriegen, die du dich versprechen hast, die dich fürchten und ab deine Wege gehen. Herr Jesus, lädt und sehe in die ihren Ehebund, und sprich du zu ihren Jo, dass sie sich von dir jenen sie dich geben wollen, dien Amen. An Jesus sie nun. Amen. Wir dürfen ihn durchsagen. Cornelius und Christina, für jeden Tag ein paar Frauen. Und hier kann ich entscheiden, weil ihr ja sein oder weil ihr nicht sein. Ich frage das erste, die, Cornelius. Bist du eine freie Person, frei von ehelichen Versprechungen, eine andere Person, die in Eva, irgendwo, dich bei, oder weit auf? Was antwortest du? Christina, eine Frau und die. Bist du eine freie Person, irgends ein ehelicher Versprechen, irgends eine andere Person, die in Eva, kreiten und wo, weit auf, anlohnt, dich bi? Was antwortest du? Dankeschön. Der Herr in dieser Versammlung ist ein Zeichen dafür. Cornelius, Frau und die. Bist du, diese Brit, Christina Thyssen-Fair, der hier an deiner Seite steht, läuven und er aus der Ehe früh annehmen, fromm und friedlich mit ihr leben, er bestehen und er niemals verloten,
über ihr Versorgen und wie ihr Leben in Trüe und in Fred in Gleck und in Unglück mit ihr in einer Ehestund leben, so ist Gott sein Wort dort liert, bett ihr dort ihn schäden dort und hat eure Scheidung niemals warten, ob sie uns sein verdient. Christina, Frau und ich, was du diesen Brigum, Cornelius Pana Niefeld, der hier bei sie die Stadt annehmen, Frau und friedlich mit am Leben, am Bistum in seine Help sein und am niemals verloten, aber bei am Leben in Fred und in Trüe, in Gleck und in Unglück, mit am in der Ehe so leben, als Gott sein Wort dort liert, bett ihr dort ihn schäden dort, und hat eure Scheidung niemals warten, ob sie uns sein verdient. Dankeschön. Alle beide haben sie ja gesagt, vor dieser Seelen und vor Gott. Gott kann ihn warten. Der Herr ans Gott, vor den die Stunden, hielt ihn wird und kann ihn warten. Sie gibt ihn unter der rechten Hand, aus den Tieten von der Leib und Trüheit, bett um dort. Das junge Paar hat sich noch ihren Ring mitgebracht, wollte sie sich wohl ihnen geben. Und der Ring ist ein ferner Symbol. Und der Ring ist ein Tieken, den wir geben uns denen, und sie geben sich den untereinander, was ein Tieken von Leib. Das ist der Ring von reinem Material ist, so soll jene Leib rein sein, einer für den anderen. Das ist der Ring, kein Enghaft, aber bloß einmal wahre ist, so soll jene Leib einer für den anderen Raum und Raum sein und kein Enghahn, bet der dort ihn schäden wird. So wie jemand die Gelegenheit, sich untereinander der Ring zu geben. Ich freue das junge Paar geduldig neu in der Versammlung abzustehen. Wir nähern uns Haupt zum Gebet. O mancher Gott, ein himmlischer Vater, an Jesus in Nun, komm wir ab dit Fass vor die ungesächten Beten, kicken Genuden rauf ab dit junge Ehepaar. Dort sich nie am Ehebund für das ganze Leben vereinigt haft. Sehen ernt mit himmlische und auch mit irdische Sehnungen nur deine große Leib. Weisheit und Versorge. Erhol ernt an jenen Siege unverjängliche Leib in Trü. Lut an in der Eheleben so viel Fred und Leck zu kommen, aus der Verdrehung kämen, in an Lieden und Proben zu kommen, so viel aus dort brückt, dass sie dich bei dir blieben. Rest dann üt, mit Kraft von Boven, dass sie sich in ihren Unter Maut merken, ihr Leben die zu übergeben, und in aller Gottesfurcht herrlich zu wohnen. Jeff, dort ihr Heim eine Stadt von Fried und Heilung ist, wo Ström von Leben jetzt Wutter nur ihre Umgehend Ritschielen kann. Halb an, dass in ihre in alle Lebenslehren dien angesagt, in deine Genot segen. Und mach dein Trost, deine Halb, in dein Sehen immer am Blieben bett am Eng. Hol an, in deine große Erbarmung, bett sie nur diesen Leben, säulich vor dir, in deine Herrlichkeit bestehen. Mach der Herr dein Sehen, mach der Herr in deine große Genot draufkicken ab dir, und mach der Herr dein Begleiten. Mach der Herr dich die Jünzen, mach der Herr auf deine Wege, wie ihn kommen, er macht der Herr ihn verhören, solange hat sich ihn bei Leben schenkt.
Jeder Urban Abstimmung der Versammlung darf sich sagen. Was Gott tippt die vier Taf, soll der Mensch nicht schäden. So sind die nicht mehr zwei, aber eins. Und macht Gott ihnen dort geben, dort die ein Jahres sein möchten. Macht die Fried von Gott in ihren Horten wohnen. Macht ihn heim blieben. Und Gott sein Wort leck, und man sieht nicht hin ja niemals weit worden. Macht der Herr jünd Licht und Schutz in jene große Belohnung sein. Macht der Genut von unseren Herrn Jesus Christus in der Leib Gottes, in der Gemeinschaft am Herrn Jesus, immer wie jünd sein. Amen. Als nächstes, hier wie ich Gelegenheit von der Chorkirche in Trischin, möchte ich gerne in Trischin geschrieben, und ich freue mich, dass er ihn hinabzukommen. Die junge Paar haben ein Symbol, was sie als nächstes wollen tun, wo sie wollen Sohn taubschäden, was sie tieten, dass sie nicht mehr zwei, wo sie sind nicht eins. Und ich war die dritte Klien entschäden, was sie tieten, dass sie Gott mit nehmen in ihr Ehe leben. Mir ist eine Freude, jünd Cornelio und Christina fertigstellen, was Cornelio und Christina Pana. Cornelio, du darfst Christina den Hochzeitskuss geben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Got me, we got something everybody else can see. Me, I got you, we got a good thing, honey.
honey, you know we do. Friends, they all know, 'cause we can't help but let it show. Smiles, we can't hide. We got something just too good to hold inside. Dit jonge paar lot jy dan te meer hier blieben. Blieft ruhig sein.